Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ich sehe da oben links die ganze Zeit so einen Typen laufen. Und das macht mich leicht, das macht mich leicht nervös. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Im letzten Part waren wir hier ja stehen geblieben. Ich meine, wir sind im Borussia angekommen und unter dem Wolkenmeer. Hier ist ein ätzender Sturm, der einen die Ohren ganz Zeit zu zischt. Und hier ist irgendwie alles heruntergekommen. Ne, sieht aus wie eine Zukunftszivilisation, die hier kaputt gegangen ist. Ja. Und wir sollen hier hoch. Und wir sollen hier hoch. Und dann gehen wir natürlich auch hier hoch. Oh Gott, hier ist ja alles voll, ne? Alles voll mit irgendwelchen Monstern. Und alles voll mit... Ich weiß es nicht, was hier alles ist. Hier ist eine Straße. Ja, ich glaube, auf der Straße waren wir schon. Da waren wir schon. Aber hier sollen wir hin. Hier waren wir im letzten. Da auf der anderen Straßenseite waren wir im letzten Part. Wenn ihr den nicht geguckt habt, guckt rein. Passiert aber, ist da ist aber auch nicht allzu spannendes. Mal gucken, hier geht es erstmal weiter. Was ist das links? Okay, nur so ein Sammelpunkt, aber mal gucken. Bollwerk Tunnel 8, okay. Okay. Hier sind ein paar Gegner, aber das ist eine Frage, das ist eine Quest. Eine alte Maschine. Untersuchen wir mal. Abwehrsystem aktiviert. Garage Fürsten in unmittelbarer Nähe von Schnellstraße 8 gesichtet. Ja, ist einfach nur so eine Nebenmission. Die ist wahrscheinlich echt. Uninteressant. Nee, lass mir mal. Das ist einfach die Dinger hier, denke ich. Dass wir... Ja, hier sollen wir hin. Dass wir einfach nur eine Nebenmission von so einer alten Maschine annehmen. Ähnlich wie die Lucie in Final Fantasy 13. Das waren für mich auch nur... Eigentlich nur... Questpunkte waren. Das waren ja keine... Nicht die Lucie. Falls die waren die Großen. Diese Steine, ihr wisst schon. Sind das LC, Lucie, Dingsxi? Ja, egal. Ihr könnt mir das bestimmt in den Kommentaren beantworten. Wir gehen erstmal jetzt hier weiter, denn hier sollen wir ja hin. Füllen wir uns mal unsere Garnelenpfanne wieder auf. Und unsere Medaillon. Ja, da machen wir sie einfach mal fertig, ne? Denke ich mal. Höllenblut Guldo. Die Guldos, okay. Die heilen sie aber, ne? Oder? Heilen die sich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, das ist ein Schaden, Alter. Das ist ein Angriff. Der ist geil. Der ist geil, der Y-Angriff. Absorbiert der irgendwas da? Was versuchst du da? Was versuchen die da? Ich bin mir nicht sicher. So. Wir machen lieber Flächenschaden. Ich glaube, das hilft auch mehr. Nutzen wir jetzt erstmal diese Bridget selber, höchstpersönlich. Ich meine, wir hatten ja bislang noch nicht so wirklich die Lust, Murak zu nehmen. Sag ich mal. Die Attacke hier, Alter. Boah, die ist gut. Die ist so gut. So. Einer noch. Nee. Noch einer. Shit, ich dachte, ja. Egal. Zack. Ende Gelände. Komische Kreaturen sind das. おそらくは我々ブレイドを生んだ文明の残滓だろう。ここが神の世界であるなら何らおかしくはない。神様ってどんな人なんだろう。会ったことはないわ。ただ記憶の断片としてそのイメージがあるだけ。だからこそ私も会いたい。
こんなすごい文明を築いてたんだろう。それならきっとすごい。これがか。ただの瓦礫の山だ。見ろ、熱弾頭か何かによって溶かされている。ここには人の業が埋もれているだけだ。神がここで生まれたというのなら、業もまた神とある。所詮はアルストのお前たちと同じさ。なんで俺たちのことをそんなに憎む。俺たちが何をしたって言うんだよ。シン、あれは Das ist der Torna-Titan, der vor, keine Ahnung, 500 Jahren untergegangen ist? Ich glaube schon, ne? Schotto, Sata! Yabai, yo! Yoshitsune! Ima, don kurai da? Shindo 28000! Mo, hotondo, taiyatsu genkai desu yo! Muri da yo! Kono mama ja, atashi ra made! Ato skoshi de unkai o nukeru! Sore made tamoteba ii!けどさ、シンはどうする。放っておけって言うのかよ。そうだけど、あと少し、あと少しなんだ。抜けた。初めて見る。おお、なんてとこだ。驚くほどのもんじゃねえ。ただの廃墟さ、ここは。メツ、人の業の写し鏡だ。これが人の業。じゃあここには人間が。上だっていずれこうなる。だから神話。本当にそれでいいのか。さて、あんた真の考えに異を唱えるつもりはないさ。ただな、全部が全部じゃないだろうってさ。まあお前ならそう思うのも無理はねえ。何、いずれ答えは出る。そん時に後悔しなきゃそれでいいんじゃねえか。Ich gehe mir das ansehen. Der Titan von Torna scheint sein Interesse geweckt zu haben. Meines auch. Komm, geh mal mit ihm hin. Okay. Okay. Mir weiß ich. Es ist schon merkwürdig, wie die Torna, also die Mikael und so, reagieren. Mikael ist ja fast schon so wie Mensch, dass er unbedingt Jin retten will. Ich meine, so böse können die nicht sein. Ich denke mal, Marlos ist der einzige Böse, denke ich mal, so wirklich von denen, ne? Na gut, die Alte ist ein bisschen verrückt, ne? Ist gut, das kann auch sein. Aber ich verstehe nicht so ganz deren Beweggründe, einfach so die Welt zu zerstören. Hey, ja, was geht? Okay, dann macht das mal, läuft das mal Marathon. Ich bin auch zu kräftig, zu stark trainiert, deswegen lohnt es sich nicht. Ich glaube, hier fallen wir runter, war. Ich gehe nicht weiter, ich möchte nicht runterfallen, deswegen lasse ich vielleicht mal jetzt irgendwie. Ja. Da geht's der Fall wieder runter, sonst da mag ich nicht so. Wir sind ja bald da. Hier oben, da oben habe ich schon gesehen, auf der Karte ist ja schon das rote Quadrat. Karo. Ein bisschen sammeln kann man ja auch noch hier. Blutwalnüsse und Ruckelsprosse. Bloß nicht. Ich muss halt nur darauf achten, nicht hier runterzufallen.
Was geht? Und was macht ihr so, sonst so abhängen? Ja gut, ignoriere mich halt. Ist okay. Ich gehe schon weiter. Kein Smalltalk, die Guys, ne? Kein Smalltalk wollen die haben. Ich habe da unten auf der Karte schon gesehen, dass da, unten, da seht ihr es unten. Warte, so. Jetzt müsst ihr das besser sehen. Da unten, wo unter Rex, da sind hier so eine Kästen. Ich denke mal, da kann man später auch noch hin. Mal gucken, vielleicht kommen wir auch so rum, aber hier geht's auch erstmal weiter. Mutterleibdurchbruch. Okay. Ja, ist okay, okay. Nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. Das ist das Beste. Für uns alle. Für uns alle. すごい戦いだったんだね。広告イーラでも限られたものしかここの存在は知らない。こんな場所があったのか。ここはアルスの腹。これはブレイド。でもアルスみたいな姿してますもん。 アルスへの変態の過程で朽ちたブレイドたちだ。アルスはその体内でコアクリスタルを生成する。お前たちも一度くらいは見たことがあるはずだ。ブレイドとてその命は永劫ではない。 アルスから誕生したブレイドはその命の日が尽きるとき再び生まれたアルスへと帰る。アルスへと帰ったブレイドはやがて自らもアルスへと変態する。その話は本当なの？私たちもいずれこのような姿に。光？ Also war jeder Titan früher mal ein Blade, eine Klinge. Interessant, dann müsste, dann ist Rex Opa, der hinter ihnen auf, in den Dings sitzt, in seinem Helm, ja auch mal eine Klinge gewesen sein. Aber kann sich ja nicht dran erinnern. Das erklärt auch diesen blauen Artefakt, den er hat. Den die Klingen haben. Also den der Titan hier hat, also den Opa hat. Eine Klinge, die sich zu einem Titan transmutiert. Gehen Klingen denn automatisch in so eine Eier rein? Irgendwie? Also ich weiß, okay, nee, warte mal. Das ist ein Ei. Wir sind im Torna-Titan. Das heißt, im Torna-Titan müsste denn theoretisch. Da sind da die Eier. Das heißt, da drin werden Klingen geboren. Also Kristallkerne. Also Kristallkerne sind so und daraus erscheinen die Klingen einfach. Das heißt, die Klinge muss sich danach in ein Ei gemacht haben, um sich zu einem Titan zu mutieren. Okay. Gut. Ich hoffe, ich komme noch in Zukunft mit. Ich komme ja jetzt schon kaum mit. Okay, hier ist nichts. Außer irgendwelche missgestalteten. Alter, guck dir diesen roten Arsch an, Alter. Das ist ja ekelerregend, ey. Ja, wir gehen erstmal weiter. Okay, wir müssen zu einem Ding. Zu einem Riesenkreis. Ich denke mal, da wird ein Bosskampf stattfinden. Natürlich wird der Bosskampf stattfinden. Ich bitte dich. Ich bitte euch. Ich bitte euch alle. Alle meine Zuschauer. Alle meine. 1, 2 Zuschauer hier. Die bitte ich. Ich bitte euch. Das kann hier nicht sein. Ich habe es auf dem rechten Ohr gehört. Alter, klettert da so eine Missgestalt hoch. Brimm mich nicht einmal noch an, Alter, und du kriegst eine Schelle, ich schwör's dir. Meine Fresse, Alter. Kauf dir mal irgendwelche Mundgeruchsspray, Anti-Mundgeruch. Brüllt, denkt der, brüllt mich einfach mal an. Was denken die, wer die sind, ey? Ja, ja, ich hör's schon wieder auf dem linken Ohr. Okay, hier müssen wir hoch. Ey, ein Schatz.
Nice. Ganz viel unnützes Zeug. Aber hier kommen wir nicht hoch. Ach, da sind diese Treppen. Okay. Lauter Level Lobob-Monster hier. Nicht der Rede wert. Stärker als ihr Mundgeruch können sie nicht sein. So. Wir haben hier, wir können hier glaube ich sogar links, ne, oder? Das ist einfach nur so eine missgestaltete Hand oder so, die da rausragt. Okay. Jump'n'Run. Das hatte ich das letzte Mal in Final Fantasy 15. In diesem fucking Mist-Dungeon. Gut. Durchgang zum Zentrum. Wir sind im Zentrum vom Torna-Titan. Denk, ist das der. Wir sind auch im Torna-Titan. Ja, sind wir. Im Gebärmutter. In der Gebärmutter. Alles klar. Wir sind in der Gebärmutter des Torna-Titans. Gut. Gehen wir zum Zentrum der Gebärmutter. Alter, ich fühle mich so, als wenn ich keine Ahnung, wo ich was spiele, ey. コアからブレイドが生まれ、ブレイドはアルスに。そしてアルスは多くの命を育み、やがてアルスから新たなコアが生まれる。ブレイドという命の循環。これが神が定めた世界の断りだ。そして古王国イーラの信仰の対象。古王国イーラは アルスの偉大さを恐れ敬い、そこから新たに生まれ出るブレイドと人間との共存を目指した国だった。だが人間はそれを望まなかった。メスとの戦いに終止符が打たれ、お前がアデルと共にイーラを去ったすぐ後のことだ。あの男は マルベイには俺たちを。あの人が何をしたの？真に、この国を滅亡させたのは天の聖杯ではない。アーケディアだ。え？ Okay, er reinigt diese Kristallkerne und bewahrt die da auf. Was ist denn da los? まだ近くに潜んでいるはずだ。 私が死んでもあなたは再び眠りにつくだけ。時が経てばまた別の誰かがあなたを。人間はね、誰かに忘れられることの方がずっと辛いの。だから自分の存在を残そうとあがき生きる。 次に目覚めた時、あなたは私のことを忘れてるんだよね。あなたに忘れられるのが、絆が消えるのが寂しいよ。 忘れない。 忘れるはずがない。 俺は 君を。 分かっていたけど。
その時が来るとダメだね。困らせてごめんね。あるんだ、たった一つだけ君と俺が生きる方法が。彼女を食ったんだよ。私たちが去った後にそんなことが。天の聖杯の力を恐れたマルベイには滅なき跡、イーラの残党軍もろともその存在を抹殺しようとした。しかしすでにお前の姿はなく、残された俺たちは無残にも散っていった。イナ、お前がそこにいなくとも奴は。人間は同じことをしただろう。神に選ばれ、やがてはアルスとなり、世界そのものとなる俺たちを恐れたんだ。だからあなたたちを襲撃した。世界の救済？違うな。奴が楽園を目指す本当の理由、奴の目的は神の力を手に入れ、ブレイドとアルスをこの世界から消滅させることだ。それがレックスと共に天の聖杯を庇護した理由か。だとしても、そうだったとしても、それはあんたたちがやってきたことと同じだ。人間も世界も滅ぼして神を消滅させるって言ったよな。その通りだ。本当にそうなのか。何？俺にはそれがあんたの本当の目的とは思えないんだ。なぜそう言える？現に俺たちはあんたと戦って気づいたんだ。あんたの目は悲しすぎるよ。あれは自分が消えたくて消えたくてしょうがない人の目だ。まるで初めて会った時のホムラみたいだった。面白いことを言うな。お前がどう思おうと勝手だ。俺たちは目的を遂行する。俺たちをこのような存在に作り上げた神と、その加護を受けたお前たち人間を消し去るだけだ。俺たちは人を生かすための道具じゃない。なら俺のやることも決まってる。
何が？こいつらに意志はない。おそらくは自立型の生態兵器、自分以外のものを抹殺するためだけに活動している。ある種の意味こいつらが人の業そのものだ。だから俺は。Alter, Jins Vergangenheit ist ja übel, ne? Gut, dass sie gerade Tipps kommt. Das ist ja übel, er hat sie getötet. Aber sie wäre ja eh gestorben. Nur damit er sie nicht vergisst, weil sie nicht vergessen werden wollte. Und jetzt lebt er unendlich lange und kann nicht vergessen. Und jetzt will er die Welt zerstören. Okay. Gut. Solltest versuchen, den Teufelskönig Guldur auf herkömmliche Weise zu besiegen, wird dir das nicht so ohne weiteres gelingen. Versetzt du Pyra bzw. Mithra in den Wachzustand, geht dir der Kampf bestimmt viel leichter von der Hand. Deine Kumpels wird nun vollständig gefüllt und die Wartezeit zurückgesetzt, damit du den Wachzustand sofort herbeiführen kannst. Ja, ich weiß wie, mit R. Und dann... Ah, ich muss einmal wechseln, ne? So. Ah, nee, ich muss einmal... Hä, ich kann nicht. Ah, jetzt. Okay, gut, habe ich. Ich würde gern trotzdem einfach mal. Das ist ein Schaden, ne? Ich versuche jetzt mal. Was hat er gemacht? Homura, 指令が届かない。くそ、俺たちだけで倒すしかないか。ホムラ、一撃入れたら懐に飛び込む。因果律強速、最速で頼むって光に。わかりました、いつでも。よし、行くぞ。雷、もしかして。やっぱり兄貴も。もう、ホムラ、無事か。ちょ、なんで死んだ。話は後だ。今はこいつを。分かったもん。Darf ich jetzt töten, bitte? Nice. Oh Gott, das habe ich nicht ausgerüstet, ne? Hat nie, also Thora wird wahrscheinlich nur noch die beiden Klingen haben, aber ich weiß nicht, ob Mia die jetzt alle drei Klingen hat. Ich weiß es gerade nicht. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte den Combo machen, aber jetzt kann ich den Combo ja wohl vergessen. So. Oh, er liegt. Nice. Ach ja, ich habe Kagetsuchi ausgerüstet, beziehungsweise Bridget. Stimmt ja. Ich würde ganz gerne einmal Flammexplosion drauf machen. Ohne ihn zu töten. Wenn Thora mal hinne macht. Danke. Hoffentlich tötet er es nicht. Ich lasse es. Ich drücke jetzt nicht einmal beim zweiten Mal nicht B. Gut, er ist noch nicht tot. Er hat jetzt aber ein Siegel. Er hat jetzt zumindest ein Siegel drauf. Gut. Macht aber auch einen Schaden. Gut, machen wir mal die Combo. Warum auch nicht, ne? Ja. Ja, ich weiß, dass er ist tot. Ja, wusste ich, dass sie nur noch Trumak hat. Aber mit Trumak ist ein guter Brecher. Mal schön eine große hohe Combo. So. Amazing. Und
Teufelskönig Guldo. Down. Oh, zwei seltene Kristallkerne. Nice. Na gut, besser als nichts, ne? まさか。 Das Bild sah gerade aus wie, wie eine Gesichtstextur aus Xenoblade Chronicles 1. メレフ。せやろな。許しを乞うとは言わん。だが、ここを抜けた後は連行させてもらう。それが我が君と民への忠、従えぬというのならば。いいな、カグツチ。はい、メレフ。 今度はどこから？違いますもん。上ですもん。モノケロス、シンを見つけたってのは。おい、なんでシンがあいつらと。さあ、まあ手間が省けていいじゃない。ここらで一網打尽にして。なんでです？ わかりました。何？シン？ああ、手は出すなって。なんでさ、今が絶好の機会じゃないか。手を出すなと言っている。あいつ、どこにあんな力を隠し持ってたんや。 何があったかは知らねえが、まあいいじゃねえか。滅？たまには水郷なことも必要だぜ。なあ、サータ。確かに悪くないね。ああいうシーンは初めて見る。シーンを回収しろ。完了後、世界中を登るぞ。了解です。 カグツチ。え？お前はあの時のままだ。シン。くそ、あいつら。船でショートカットとは社交マネしおるの。急ぎましょう。こうしている間にも遅れを取ってしまう。ああ、行くよ、レックス。じっちゃん、知ってたんだろ？ シンのこと。うん。なんで話してくれなかった？あれは滅とは違う。知ればお前のことじゃ。情が湧くと思ってな。実際のとこどうなんじゃ。シンも滅も倒さねばならん相手じゃ。行く立てがどうあれな。それはホムラと光が背負った宿命でもある。 だから黙っとった。ホムラと光の宿命。あの子はお前のために命を背負った。お前はあの子のために何を背負える？揺らぐことなく生きられるのか？それなら決まっている。もう大丈夫さ。俺も
ホムラと光も。そうか。なら何も言わん。お前の望む道を行け。お前自身を信じてな。レックス、ジジイ、何やってんの？ジジイとな？ごめん、今行く。Riesenwurzel, fliegen die Mehrfolge zurück und ja, Harmonieerfolg. Und dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt an die Wurzeln des Weltenbaums, denke ich mal. Und dann gehen wir, denke ich mal, am nächsten Part zum Weltenbaum hoch. Und der Part geht aber jetzt auch schon lange genug, deswegen würde ich mal sagen, wir beenden hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles 2. Haut rein und tschüss.